So, guten Morgen und willkommen zurück zu Linearen Algebra. Im vorletzten Video habe ich Ihnen den Begriff des endlichdimensionalen Vektorraums entzaubert, indem ich gezeigt habe, jeder endlichdimensionale Vektorraum ist im Prinzip eine Kopie von k hoch n und mehr Struktur kann er nicht haben als Vektorraum. Und im letzten Video haben wir dann gesehen, dass wir auch den Begriff der Linearabbildung zwischen zwei Vektorräumen einfach identifizieren können, in der gleichen Korrespondenz, mit der Matrix-Vektor-Multiplikation. Und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis, denn wir hatten angefangen, in diesem dritten Teil der Vorlesung zu sagen, k hoch n ist uns zu langweilig, wir verallgemeinern den Begriff des Vektorraums und dann auch den Begriff der Linearabbildung. Und jetzt sehen wir haben es in Wirklichkeit nicht verallgemeinert, sondern wir haben nur gesagt, ja, also das kann man zwar anders hinschreiben, aber strukturell ist es dann letztlich doch dasselbe. Zumindest im endlichdimensionalen Fall. Im unendlichdimensionalen Fall kommt da tatsächlich was dazu, weil da gibt es halt für das k hoch n nicht direkt eine Entsprechung. Aber der unendlichdimensionale Fall interessiert uns jetzt nur so ein bisschen am Rande. Wir sind hauptsächlich interessiert am endlichdimensionalen Fall. Und für den ist es jetzt also alles ziemlich klar. Alles, was wir verstehen müssen, rechnerisch, ist der k hoch n und die Matrizenrechnung, die wir im zweiten Teil der Vorlesung behandelt haben. Und wenn wir die verstanden haben, dann können wir jeden anderen Vektorraum genauso behandeln, sofern wir von dem eine Basis haben, eine endliche Basis. Also jeder andere endlichdimensionale Vektorraum, für den wir eine Basis kennen. Schauen wir nochmal kurz, wie das funktioniert hat. Also wenn wir haben eine lineare Abbildung von V nach W, V und W, zwei K-Vektorräume. Und wie übersetze ich das jetzt in eine Matrix-Vektor-Multiplikation? Ja, da gab es den Begriff der Abbildungsmatrix. Die Matrix, die kodiert die Funktion H. Und die beruht aber darauf, dass ich für V und W Basen habe. Also wenn ich andere Basen nehme, dann kriege ich eine andere Abbildungsfunktion, eine andere Abbildungsmatrix. Das heißt, ich muss hier mal eine Basis haben, A, und hier auch eine Basis B. Und das reicht auch noch nicht, sondern ich muss bei den Basiselementen auch noch eine Reihenfolge angeben. Das heißt, das sind geordnete Basen. Geordnete Basen von V bzw. W. Naja, und wir wollen, dass das alles endlich ist. Das heißt, da können wir hier sagen A1 bis AM und hier, das ist B1 bis BN. Also das ist eine Basis von W und das ist eine Basis von A. Aha, geordnet habe ich gesagt. Das heißt, es ist mit runden Klammern. Also es ist ein Tupel von Elementen von V bzw. W und nicht einfach nur eine Menge von solchen Elementen. Und jetzt ist M die Abbildungsmatrix. Abbildungsmatrix von H bezüglich A und B, bezüglich dieser Basen. Es hängt von den Basen ab. Dadurch gegeben, dass ich mir anschaue, was macht das H mit den Basiselementen aus A. Und wir wissen ja, eine lineare Abbildung ist eindeutig dadurch festgelegt, das war einer dieser zentralen Sätze, auf die ich sehr eindringlich hingewiesen habe, dass die sehr wichtig sind, der spielt hier jetzt auch wieder eine Rolle, sagt, eine lineare Abbildung ist eindeutig dadurch festgelegt, was sie mit den Basiselementen macht. Okay, also hier haben wir Basiselemente und ich kenne das H, sofern ich weiß, worauf das H diese Vektoren abbildet. Und für jeden davon schreibe ich dann hier einen Vektor eine Spalte in diese Matrix. Nun, diese Vektoren, das sind aber Elemente von W. Okay, das sind also jetzt auch wieder Dinge, von denen ich nicht genau weiß, wie sie aussehen. Ebenso wenig, wie ich das von den A's weiß. Die A's leben in V und ich weiß nicht, was V ist. Und die B's leben in dem W und ich weiß nicht, was W ist. Und ich weiß aber, das H von A1 liegt in W und die Bs bilden eine Basis. Das heißt, ich muss dieses H von A1 irgendwie in einer eindeutigen Weise schreiben können als Linearkombination von diesen Bs.
Und die Koeffizienten von dieser Linearkombination, die schreibe ich da rein. Also hier die Zeilen entsprechen den Bs. Und hier das ist der Koordinatenvektor. Von h von a1 bezüglich der Basis b. Also da hier steht die Koordinate von b1, also ja, von b1 und so weiter bis dahin. Und so geht es weiter bis zu einem anderen. Und dann haben wir gesehen, dass dann das so ist, wenn ich jetzt irgendein Element von v habe, dann ist das ja eine Linearkombination. Ich kann das als Linearkombination von den A's auffassen, weil die A's eine Basis bilden. Diese Linearkombination ist auch eindeutig. Und deren Koeffizienten bildet dann eine Koordinatendarstellung von diesem Vektor V aus V. Wenn ich diesen Vektor nehme und multipliziere ihn mit M, dann kriege ich eine Koordinatendarstellung von dem Bild von diesem Vektor unter H, das in dem anderen Raum lebt. Dargestellt bezüglich dieser anderen Basis. Machen wir dann noch ein Beispiel. Wir haben hier schon Beispiele gesehen, aber das ist wichtig genug, dass man das nochmal machen kann. Nehmen wir mal v gleich, also wir hatten ein Beispiel mit der Ableitung, glaube ich, und ein Beispiel mit der Multiplikation mit einer algebraischen Zahl, also mit Wurzel 2 was. Nehmen wir hier vielleicht was beides enthält. Nehmen wir hier die Polynome bis Grad 3, um es endlich dimensional zu machen. Und nehmen wir als W den Q-Vektorraum, der von 1 und Wurzel 2 aufgespannt wird. Das ist als Unterraum in R zu verstehen. Also das ist der von 1 Wurzel 2 aufgespannte Unterraum. Und das hier ist, das ist ein Unterraum vom gesamten Polynomraum. Und zwar der aufgespannt wird von 1x. X² und X3. So, und dann nehme ich diese hier als A, also nur das Innere, also das spitze Klammern bedeutet, das von denen erzeugte, das ist dieser ganze Raum, und da drin stehen Elemente und nur die sollen das A sein. Dieses Gleichheitszeichen bezieht sich auf das ganze Ding inklusive der Klammern, oder das hier ist ohne die Klammern. Und das hier ohne die Klammern ist das B. Das mit den Klammern ist der ganze Raum. Okay. So, und jetzt brauche ich noch eine Abbildung, von der ich dann jetzt die Abbildungsmatrix konstruieren will. Und ich nehme, was könnten wir machen? Also das wäre eine Abbildung, die nimmt ein Polynom als Input und produziert so eine Zahl als Output. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich will ein Polynom auswerten. Mal P. Also ein Polynom ist hier gegeben. Jedes Polynom sieht so aus, weil wir auf Grad 3 beschränkt sind. Und ich definiere einfach, das Ergebnis soll sein, die Auswertung von diesem Polynom, aufgefasst als Polynomfunktion, bei einer bestimmten Zahl, die hier drin liegt. Sagen wir zum Beispiel P0 plus P1. Keine Ahnung, 1 plus Wurzel 2 plus P2 1 plus Wurzel 2 Quadrat plus P3 1 plus Wurzel 2 hoch 3. Okay, ja, das können wir jetzt ausrechnen oder ein bisschen vereinfachen. Und das werden wir tun müssen, um die Abbildungsmatrix aufschreiben zu können. Also machen wir das gleich hier. Das ist 1 plus 2 Wurzel 2 plus 2, also 3. Oh, und das hier ist, ja okay, das ist dann 3 plus 2 Wurzel 2 mal 1 plus Wurzel 2. Und das ist dann 3 plus 3 Wurzel 2 plus 2 Wurzel 2. Plus 4. Also 7 plus 5 Wurzel 2. Jetzt kann ich hinschreiben, was ist die Abbildungsmatrix? Also die Abbildungsmatrix, die wird 4
Spalten haben und zwei Zeilen. Eine Zeile für 1 und eine für Wurzel 2. Und hier stehen dann 1x, x2, x hoch 3 oder genau gesagt h von dem und h von dem. Das ist dann m. Und ja, jetzt muss ich schauen, was macht diese Abbildung h mit 1? Na, sie wertet das 1-Polynom aus an 1 plus Wurzel 2, aber das 1-Polynom ist konstant. Das heißt, da kommt auf jeden Fall 1 raus. Und 1, aufgefasst als Element von diesem Vektorraum hier, ist 1 mal 1 plus 0 mal Wurzel 2. Gibt keine andere Möglichkeit. Und dann hier werte ich das Polynom x aus. An der Stelle 1 plus Wurzel 2, da kommt natürlich 1 plus Wurzel 2 raus. Und 1 plus Wurzel 2 ist eine Linearkombination von 1 und Wurzel 2, jeweils mit 1 als Koeffizienten. Also 1 mal 1 plus 1 mal Wurzel 2. Und für das nächste muss ich jetzt schauen, wenn ich h von x² nehme, dann muss ich gucken, was passiert, wenn ich in x² 1 plus Wurzel 2 einsetze. Und das habe ich hier schon ausgerechnet. Kommt also hier 3 mal 1 plus 2 mal Wurzel 2 raus. Und im nächsten kommt hier 7 mal 1 plus 5 mal Wurzel 2 raus als Ergebnis der Auswertung des Polynoms x hoch 3 unter dieser Funktion. Und jetzt kann ich schauen, was passiert, wenn ich h anwende auf ein Polynom, zum Beispiel das Polynom, 3 plus x minus 2x² plus x hoch 3. Wenn ich das wissen will, was das ist, ja, dann kann ich einfach in dieses Polynom 1 plus Wurzel 2 einsetzen. Ich kann aber auch sagen, das hier übersetzt sich, dieses Polynom übersetzt sich in den Vektor 3, 1, minus 2, 1. Das ist die Koordinatendarstellung von diesem Polynom bezüglich der Basis a. Und wenn ich jetzt eine Matrix-Vektor-Multiplikation mache mit dieser Matrix da oben, was kriege ich dann? Da müsste ich einen Vektor der Länge 2 kriegen. Und in der ersten Komponente habe ich 3 mal 1 plus 1 mal 1 ist 4. Minus 6 ist minus 2 plus 7 ist 1. Und dann hier unten habe ich 0 plus 1 mal 1 ist 1. Minus 4 ist minus 3 plus 5 ist 2. Und das kann ich dann wieder zurück übersetzen. Es müsste dann rauskommen, wenn ich in dieses Polynom hier 1 plus Wurzel 2 einsetze, müsste rauskommen 1 plus 2 Wurzel 2. Oh. Und da sehen Sie, da sparen Sie sich was ein. Wenn Sie hier einen Haufen Polynome haben und müssen das dafür ganz viele Polynome ausrechnen, was das Ergebnis hier ist, dann sparen Sie sich das, dass Sie das hier immer wieder quadrieren oder hoch 3 nehmen müssen, sondern das rechnen Sie sich einmal auf, schreiben Sie alles an die richtigen Stellen hier und dann ist es nur noch eine Matrix-Vektor-Multiplikation und in dieser Matrix sind einige Rechnungen schon vorweggenommen. Alles, was nicht wirklich von dem Polynom abhängt, sondern was das h selbst weiß, wird vorausberechnet. Okay, und eine andere Anwendung von diesem Prinzip der Abbildungsmatrix oder ein Spezialfall davon ist die Basiswechselmatrix. Da haben wir gesehen, es gibt Matrizen T, die Koordinatendarstellungen übersetzen. Wenn ich also eine Koordinatendarstellung von irgendeinem Vektor bezüglich der einen Basis habe, dann kann ich daraus durch Multiplikation mit einem geeigneten T eine Basisdarstellung desselben Vektors bezüglich einer anderen Basis machen. Und da haben wir gesehen, das kann man auch rumdrehen. B2, also wenn ich eine eine Transformationsmatrix brauche, die Koordinaten bezüglich B2 übersetzt in Koordinaten bezüglich B1, dann ist das einfach die Invertierung von dem. Passt also alles schön zusammen. So, wie man es auch erwarten würde. Und das hat jetzt eine interessante Konsequenz, und die mag ich jetzt zum Abschluss von diesem Kapitel noch bringen. Und zwar, wenn Sie sich anschauen, wir nehmen jetzt mal eine Abbildung H von V nach V, und wir nehmen hier dieselbe Basis.
dieselbe geordnete Basis auf beiden Seiten. Oder nennen wir sie nicht A, nennen wir sie vielleicht B1. Und sagen wir, M1 ist die Abbildungsmatrix von H bezüglich ja, B1 im Ursprungsraum und B1 auch im Zielraum. Und ich nehme eine andere Basis auch, nochmal eine Basis, und schaue, dann kriege ich eine andere Abbildungsmatrix, Abbildungsmatrix M2. Also das ist die Abbildungsmatrix von demselben H, aber bezüglich der beiden, der anderen Basis auf beiden Seiten, Zielraum und im Ursprungsraum. Und dann könnte ich mich fragen, wie hängen diese beiden Matrizen zusammen? Naja, da hatten wir einen Satz, der sagt, die Komposition von Abbildungen entspricht der Multiplikation der entsprechenden Matrizen. Und die Basiswechselmatrizen, das sind auch nur spezielle Abbildungsmatrizen, nämlich Abbildungsmatrizen der Einheits-, der identischen Abbildung, x geht nach x, bei denen nur die Basis sich wechselt und die Funktion macht aber nichts. Also hier folgt dann daraus, dass ich sagen kann, dass M1 oder sagen wir das M2 kriege ich aus dem M1, indem ich Basiswechselmatrizen davor und dahinter schalte. Also was brauche ich dann hier? Dieses M1 nimmt als Input Koordinatenvektoren bezüglich der ersten Basis und dieses hier nimmt Koordinatenvektoren bezüglich der zweiten Basis. Das heißt, wenn hier ein Koordinatenvektor bezüglich der zweiten Basis herkommt, dann muss ich hier einen Basiswechsel hinmachen, der diese Koordinaten in diese Koordinaten übersetzt, weil das versteht das M1. Und dann im Ergebnis spuckt das M1 dann aber auch B1-Koordinaten aus, das ist das B1 hier. Und dieses hier spuckt B2-Koordinaten aus, das heißt, die muss ich dann nochmal übersetzen und sage, ja, okay, hier der Koordinatenvektor, der da an der Stelle rauskommt, der wird dann nochmal einer Matrix-Vektor-Multiplikation unterworfen, und zwar mit dieser Basiswechselmatrix. Und was jetzt interessant ist, wenn Sie sich davon die Determinante anschauen, die Determinante von M2, dann ist das die Determinante von denen hier, die Determinante von diesen dreien. Und dann hatten wir für Determinanten so einen Multiplikationssatz, der sagt, die Determinante von einem Produkt von Matrizen ist das Produkt der Determinanten. Das heißt, das hier ist die Determinante von T B1 nach B1, B2, mal die Determinante von M1 mal die Determinante von T B2 nach B1. Okay, worauf will ich da jetzt hinaus? Ja, jetzt erinnern Sie sich noch hier, was ich gerade vorher gesagt habe. Die beiden hängen dadurch zusammen, dass das eine das Inverse vom anderen ist. Das heißt, das hier ist T B2 B1 hoch minus 1. Und dann wissen Sie noch, die Determinante von der Inversen ist die Inverse der Determinante. Das heißt, das hier ist 1 durch Determinante von T B2 nach B1. Warum ist die nicht 0? Ja, weil die invertierbar ist. Aber warum ist die invertierbar? Weil eine Basiswechselmatrix, die enthält im Prinzip die, nicht im Prinzip, die enthält die, in den Spalten enthält die Basiselemente. Die Basiselemente sind linear unabhängig und linear Unabhängigkeit ist eines der Kriterien für Invertierbarkeit. Also das ist kein Problem, das ist sicher was, das darf im Nenner stehen. Aber es ist, schadet nie, es zu überprüfen, wenn irgendwo ein Nenner auftritt, ob das eh darf oder ob man irgendwo eine Voraussetzung verschlampt hat. Und alles andere bleibt einmal gleich. Aber jetzt ist die interessante Beobachtung, der kürzt sich gegen den weg. Und dann kommt raus, das ist die Determinante von M1. Oh, da haben wir also, die Determinante von M2 ist gleich der Determinante von M1. Das heißt also, wenn ich eine Abbildung habe, H, von einem Raum in sich selbst, also einen sogenannten Endomorphismus, dann haben alle Abbildungsmatrizen von dieser Abbildung
Die sind zwar eventuell verschieden bezüglich verschiedener Basen, aber die haben alle die gleiche Determinante. Vorausgesetzt, ich wähle hier auf beiden Seiten dieselbe Basis. Das muss ich natürlich dann machen. Ansonsten gilt es nicht. Aber wenn ich das mache, dann haben die alle dieselbe Determinante. Alle diese Abbildungsmatrizen haben dieselbe Determinante. Und das bedeutet, dass die Determinante eigentlich gar nicht an der Abbildungsmatrix hängt, sondern die hängt an dem H selbst. Und insofern können wir jetzt an der Stelle definieren, was die Determinante ist einer Abbildung. Weil das war ja auch noch ein Begriff, den wir bisher nur für Matrizen hatten. Und den können wir aber jetzt ganz zwanglos und problemlos übertragen und definieren, was ist die Determinante von irgendeiner linearen Abbildung zwischen zwischen einem endlich dimensionalen Raum und sich selbst. Es muss ja, also es ist hier eine lineare Abbildung von V nach V, das entspricht dem, dass wir Determinanten nur definiert hatten für quadratische Matrizen. Das heißt N nach N, N kreuz N. Das heißt, das spiegelt sich hier wieder, dass es eine lineare Abbildung von einem Raum in sich selbst ist. Okay. Und also die ist dann wohl definiert, also ich sage, nimm irgendeine Abbildungsmatrix bezüglich irgendeiner geordneten Basis, schau, was dessen Determinante ist und sag, definiere, das soll die Determinante von dem Homomorphismus sein. Und was wir vorher nachgerechnet haben, ist dann wieder die Repräsentantenunabhängigkeit, die Wohldefiniertheit, die dann sagte, dass wenn ich hier ein anderes B wähle, kommt hier trotzdem zwar ein anderes M raus, aber das andere M hat die gleiche Determinante. Und drum ist das hier wirklich, hängt nur von dem H ab und nicht auch von dem B, das ich hier rechts noch brauche, um das auszurechnen. Und genauso können Sie definieren, was der Rang ist von einem Homomorphismus bezüglich zwei endlich dimensionaler Vektorräume. Sie sagen dann einfach, ja, nehmen Sie den Rang irgendeiner Abbildungsmatrix. Und alle Abbildungsmatrizen haben den gleichen Rang, kann man so ähnlich überprüfen wie die Rechnung, die wir gerade mit der Determinante gemacht haben. Und darum ist der Rang einer linearen Abbildung auch wohl definiert, wenn ich ihn auf den Rang einer, oder wenn ich ihn definiere durch den Rang einer beliebigen linearen Abbildung. Gut. Und jetzt zum Abschluss, als letzten Abschnitt, als letzten Theorieabschnitt, sagen wir. Wir haben dann danach, werde ich Ihnen noch was über Anwendungen erzählen, aber jetzt haben wir noch einen Abschnitt über Theorie und da erzähle ich Ihnen etwas über den Dualraum. Und da geht es ein bisschen darum, dass wir gesehen haben, als wir Beispiele für Vektorräume angeschaut hatten, dass die Matrizen ein Beispiel für einen K-Vektorraum bilden. Ich kann Matrizen addieren und skalar multiplizieren und sie erfüllen damit die Vektorraumaxiome. Also der Raum aller Matrizen ist ein Vektorraum. Und jetzt haben wir gesehen, die Matrizen sind andererseits aber auch die Kodierungen von linearen Abbildungen. Und jetzt könnten wir schauen, was bedeutet das denn, wenn ich jetzt irgendwelche linearen Abbildungen, also lineare Abbildungen zwischen irgendwelchen Vektorräumen habe. Bilden die dann auch einen Vektorraum? Und die Antwort ist ja. Und um den Vektorraum wollen wir uns jetzt ein bisschen kümmern. Also seien V und W zwei Vektorräume, wie immer, über demselben Körper K. Der Körper ist beliebig, aber es soll für V und W dasselbe sein. So ist es immer, wenn ich das so schreibe. Und es geht jetzt um die Menge aller linearen Abbildungen, die von V nach W gehen, und die bezeichnen wir mit HOM. Für Homomorphismen. Also das ist die Menge aller Homomorphismen, die V als Definitionsbereich und W als Wertebereich haben. Und dann gibt es noch einen Spezialfall. Wenn V und W gleich sind, dann nennt man das die Endomorphismen und dann schreibt man statt HomVV schreibt man EndV. Na gut, okay. Und dann Automorphismus, was war das jetzt nochmal? Automorphismus war ein Endomorphismus, der zugleich ein Isomorphismus ist. Was war ein Isomorphismus? Ein Isomorphismus ist ein Homomorphismus, der bijektiv ist. Also das Automorphismus ist also ein Endo plus bijektiv. Und bijektiv. Und das schreibt man Out-V. Und das ist End-V. Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist das HOM.
reicht schon, wenn wir das können. Und dann gibt es noch einen Spezialfall, der daher kommt, dass ich einen Körper ja immer auch als einen Vektorraum über sich selbst auffassen kann. Q zum Beispiel ist ein Q-Vektorraum, natürlich. Und das erlaubt mir hier jetzt den Vektorraum zu betrachten, einen Spezialfall von dem, nämlich für jeden Vektorraum V kann ich schauen, was sind die linearen Abbildungen, die auf V definiert sind und nach K gehen. Das ist also HOM V K. Das ist der Dualraum. Den bezeichnet man als V mit V Stern, ist das die Notation davon. Das ist der Dualraum von V. Und die Elemente davon, das sind also dann lineare Abbildungen von V nach K. Solche linearen Abbildungen nennt man Funktionale. Also eine Funktional ist eine lineare Abbildung, bei der der Zielraum, der einfach nur der Grundkörper ist, aufgefasst als Vektorraum über sich selbst. Und wir hatten öfter schon gesehen, oder wir hatten öfter schon zu tun mit Vektorräumen, die Funktionen enthielten. Ich hatte öfter schon den Raum aller stetigen Funktionen oder den Raum aller ableitbaren Funktionen. Wir haben gesehen, das ist ein Vektorraum, weil ich kann Funktionen miteinander linear kombinieren. Und das hier ist jetzt auch wieder so ein Funktionenraum. Also ein Raum, der enthält alle Funktionen von V nach W, aber mit der zusätzlichen Eigenschaft, dass es sich um lineare Funktionen handelt. Und diese Linearität, die diese Funktionen erfüllen, die erlaubt es uns jetzt gewisse Rechnungen zu machen, die für beliebige Funktionen nicht gehen. Und da können wir jetzt Dinge, wir werden es dann in Kürze sehen, was damit gemeint ist, und wir können so die Ebene verschieben. Wir können da was auf der Ebene der Funktionen selbst machen und schieben das dann auch auf eine höhere Ebene und schieben das dann wieder runter. Okay, das wird dann gleich klar werden, wenn wir es dann machen, was ich damit meine. Wesentlich ist zunächst einmal, dass dieses HOM auch ein Vektorraum ist, wie die anderen Funktionenräume ja auch, die wir gehabt hatten, weil ich Funktionen addieren kann und skalar multiplizieren. Und es ist so erklärt, wie es immer erklärt ist, dass ich sage, die Summe von zwei Homomorphismen soll die Funktion sein, so ist die Notation hier zu verstehen, soll die Funktion sein, die ein Element von V abbildet auf die Summe der beiden Funktionswerte von diesen beiden Funktionen. Also das hier, das ganze Ding hier, ist auch wieder ein Element von HOM VW, weil wir wissen, dass die Summe zweier linearen Abbildungen wieder eine lineare Abbildung ist. Und genauso kann ich dann eine Funktion skalieren und kriege dann eine neue Funktion. Die neue Funktion ist so erklärt, dass sie jedes Element aus V abbildet auf das Alpha-fache von dem, was das H aus dem X macht. Und also da ist dieses HOM, ist also ein Vektorraum, und dann ist insbesondere dieses hier auch ein Vektorraum, weil hier ist ja nicht ausgeschlossen, dass das W gleich dem V ist, aber das Out ist kein Vektorraum, das Out entspricht ein bisschen der Menge der quadratischen Matrizen, die invertierbar sind. Also das hier werden wir jetzt dann im nächsten Satz sehen, das entspricht dem K hoch N Kreuz M, also das ist irgendwie die Matrizen, und in dieser Entsprechung würde das hier dann den quadratischen Matrizen entsprechen, also von V nach V ist vorne und hinten derselbe Raum. Und das hier sind dann auch quadratische Matrizen, aber eben nur solche, wo hier bijektiv steht, solche, die invertierbar sind. Und dafür hatten wir so eine Notation hier, GLNK, das ist die Menge aller, das ist die lineare Kuppe, so nennt man das, aber das ist die Menge aller quadratischen Matrizen, die Größe N Kreuz N, die invertierbar sind. Und die bildet aber keinen Vektorraum. Also das bildet einen Vektorraum, aber das hier nicht, weil 0 zum Beispiel ist da nicht drin. Das ist schlecht, weil im Vektorraum sollte immer ein Nullvektor dabei sein, aber hier 0 ist natürlich nicht invertierbar. Stattdessen ist das hier aber eine Gruppe. Das ist eine Gruppe mit Matrixmultiplikation. Und das hier ist auch eine Gruppe, das OutV. Und ja, so wie die hier als Vektorräume einander entsprechen, so entsprechen die sich hier als Gruppen. Und Sie ahnen vielleicht schon, was entsprechen heißt. Entsprechen heißt, es gibt einen Homomorphismus.
Aber bevor wir dazu kommen, schauen wir uns vielleicht erst noch ein paar Beispiele an, um das ein bisschen konkreter machen zu, ein bisschen konkreter zu machen. Und zwar nehmen wir mal einen relativ einfachen Raum, sagen wir k hoch 3. Oder machen wir noch konkreter, nehmen q hoch 3. Und was wäre jetzt ein, das ist ein relativ anschaulicher Raum, das ist also der ganz normale dreidimensionale Raum. Wir können es noch vertrauter machen und vielleicht da R nehmen, dann sieht es noch bekannter aus. So, und was wäre jetzt ein Element des Dualraums? Den Dualraum, den können wir uns nicht geometrisch vorstellen, versuchen Sie es gar nicht erst, sondern das ist ein Raum, der enthält Funktionen. Jedes Element von V Stern ist eine Funktion. Also das ist Hom von V nach R, die Menge aller linearen Abbildungen, die von V nach R gehen. Was wäre denn so eine? Ja, zum Beispiel H, R3 nach R, H von, naja, X, Y, Z. Und jetzt muss ich schauen, auf was wird das abgebildet? Da kann ich jetzt irgendwas festlegen, solange es linear ist. Ich könnte zum Beispiel sagen 5x minus 7y plus 3z. Das ist eine lineare Abbildung. Also ist dieses h, diese Funktion, ist ein Element des Dualraums. Gibt es noch ein anderes? G natürlich. R3 nach R, H von, G von XYZ. Naja, so viel Wahl habe ich jetzt nicht. Und da sehen wir, das wird nicht lange dauern, bis wir das V-Stern auch wieder entzaubert haben. Aber, naja, was kann ich hier machen? Ich kann hier andere Zahlen nehmen, aber sonst bleibt da nicht viel übrig. Es soll ja linear sein. Damit es linear ist, muss es irgendwie, ja, es kann dann nur irgendwie 8x plus 2y minus 3z sein, das ist auch linear. Und viel mehr geht dann nicht. Also das g ist ein anderes Element von v Stern. Oh, und jetzt kann ich zum Beispiel h plus g bilden. Wenn das f ist, dann kann ich f auch hinschreiben, was das ist. F von xyz ist gleich, so, dann muss ich einfach hier koordinatenweise addieren. Also es wäre 5 plus 8 ist 13x und dann minus 5y plus 0 mal z. Okay, also das sind Funktionale in einem sehr einfachen Vektorraum. Funktion, die wir heute ganz am Anfang hatten, als ich nochmal ein Beispiel gemacht habe zu Abbildungsmatrizen, die war so definiert, dass er ein Polynom als Input genommen hat und in dieses Polynom für die Variable, wie wenn es eine Funktion wäre, was eingesetzt hat. Und wir haben dann aber was eingesetzt, wir haben 1 plus Wurzel 2 eingesetzt, damit der Zielraum auch wieder ein bisschen lustiger ist. Aber wenn wir da einfach nur ein Element des Grundkörpers einsetzen, dann ist das auch ein Funktional. Also wenn wir sagen, v ist qx kleiner gleich 3 und, ja, und h von v nach q ist definiert durch h von p0 plus p1x p2x² plus p3x hoch 3. Und jetzt setze ich nicht 1 plus Wurzel 2 ein, weil das nicht in q ist, sondern ich setze irgendwas aus q ein. Das ist dann egal, welches ich dann nehme. Nehmen wir p0 plus p1, ja, weiß ich nicht, 3 halbe plus p2 9 Viertel plus P3 27 Sechzehntel. Nee, 27 Achtel. Also dieses H ist ein sogenanntes Auswertungsfunktional.
das ist das Auswertungsfunktional für 3 halbe. Dann gibt es natürlich für jedes andere auch noch ein Auswertungsfunktional. Und alle diese Auswertungsfunktionale sind Funktionale und damit Elemente des Dualraums. H ist ein Element vom Dualraum von V. Das können wir noch machen. Oh, es gibt noch ganz viele Beispiele. Einige davon haben wir besprochen, als wir überhaupt über lineare Abbildungen gesprochen haben. Da hatten wir eine ganz lange Liste im Skript, von denen wir hier einige auch im Video besprochen haben, andere nicht. Wenn Sie die Liste durchgehen, werden Sie feststellen, da sind einige dabei, wo auf der rechten Seite der Vektorraum W einfach nur der Grundkörper ist. Alle diese Dinge sind Beispiele für Funktionale. Machen wir mal eins. Nehmen wir V den Raum aller stetigen Funktionen, sagen wir auf 0, 1 nach R. Und dann könnte ich zum Beispiel nehmen die Funktion h, die von v nach r geht, und die sagt h von irgendeiner Funktion f soll sein, zum Beispiel das Integral von 0 bis 1 f von t dt. Das ist ja eine Zahl. Und Sie wissen aus der Analysis, vielleicht wissen Sie es noch nicht, aber dann erfahren Sie es in Kürze, dass das Integral auch linear ist. Also der Integraloperator ist linear. Das heißt, dieses h hier ist nicht nur eine Funktion, die Funktionen auf Zahlen abbildet, sondern es ist eine lineare Funktion. Also ist dieses h, also der Integraloperator, ist ein Element des Dualraums, vom Raum der stetigen Funktionen. Jetzt könnten Sie sich vielleicht fragen, ich hatte definiert, dass V Stern ist gleich von V nach K. Was ist, wenn ich umgekehrt mache? Vom K V. Was ist das? Also, ich muss irgendwie rechtfertigen, warum, wenn das eine interessant ist, so interessant, dass ich dem einen Namen gebe, warum ist das andere weniger interessant, wenn ich dem keinen Namen gebe? Und die Antwort ist sehr einfach. Die Antwort ist, dieses Ding hier ist automatisch immer isomorph zu V. Also das hier, was ist das hier? Das ist die Menge aller H von K nach V, die linear sind. Ja, das, also hinschreiben kann ich das. Es ist völlig klar, was es ist. Aber wenn Sie sich jetzt überlegen, dieses K hier als Vektorraum, ist das erzeugt von 1. Das ist der K ist ein Vektorraum über sich selbst. Und als Basis können wir 1 nehmen, weil jedes Körperelement kann ich schreiben als sich selbst mal 1. Also eine Linearkombination von 1. Und dann wissen wir, jede lineare Abbildung ist eindeutig festgelegt dadurch, was sie mit den Elementen einer Basis macht. Das heißt, dieses H ist festgelegt, eindeutig bestimmt, durch H von 1. Und umgekehrt wissen wir, für jeden Vektor V gibt es eine lineare Abbildung, und zwar genau eine, die 1 auf V abbildet. Und dann kriegen wir einen Isomorphismus zwischen V und diesem hier. Also Iso, sagen wir Phi, das machen wir jetzt, wir nehmen jetzt große Buchstaben, weil wir auf, damit wir die Funktionen in den Räumen unterscheiden können von den Funktionen, die zwischen den Räumen hin und her gehen. Also in diesem Raum gibt es eine Funktion H, und ich will die Funktion jetzt abbilden auf V selbst, oder vielleicht lieber andersrum, V nach HOM KV, indem ich sage, V soll abgebildet werden auf die lineare Abbildung H K nach V mit H von 1 gleich V. Und nach dem Satz, der sagte,
dass jede lineare Abbildung eindeutig dadurch charakterisiert ist, was sie mit Basiselementen macht. Dieser Satz spezialisiert sich hier jetzt dazu, dass er sagt, das ist ein Isomorphismus. Also von daher ist POM KV isomorph zu V und damit brauche ich den nicht extra noch zu betrachten oder brauche ich den nicht noch einen Namen zu geben, es ist eh dasselbe wie V. Und für V Stern muss ich das dann aber schon, weil da können Sie zeigen, dass es nicht immer dasselbe. Im Allgemeinen gilt aber, V Stern ist nicht isomorph zu V. Zum Beispiel, und das müssen Sie mir jetzt einfach glauben, das kann ich Ihnen jetzt nicht so auf die Schnelle zeigen, aber es stimmt trotzdem, wenn Sie einen Polynomraum nehmen und von dem den Dualraum, dann ist es, kriegen Sie einen Raum, der größer ist als der Polynomraum, obwohl der auch schon sehr groß ist. Und zwar kriegen Sie einen Raum, der ist so groß wie der Potenzreihenraum. Sie wissen vielleicht noch, dass das hier der Raum ist, sozusagen der die Polynome enthält, bei denen es bei denen der Grad unendlich auch sein kann, wenn man so informal sagen will. Und dieser Raum, für den kann man aber zeigen, dass der nicht isomorph ist zu x, zu kx. Also der ist in bestimmter Weise ist der echt größer. Und das ist der Grund, warum wir für den Dualraum jetzt nochmal genauer hinschauen sollen, wie unterscheidet er sich vom V. So, aber es ist nicht nur der Dualraum interessant, sondern es ist auch das allgemeine HOM von VW interessant und auch über den können wir jetzt gewisse Dinge aussagen. Es kommt ein bisschen so abstrakt daher, aber es ist wie so oft, es ist nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussieht. Wir haben jetzt einen Satz, der da ein bisschen die Luft rauslässt und uns zeigt, was das wirklich ist. Also dieser Satz hier, und der sagt, wenn ich vier Vektorräume habe, von denen die ersten beiden zueinander isomorph sind und die zweiten beiden zueinander isomorph sind, dann ist der Raum aller linearen Abbildungen von V nach W als Vektorraum zwingend auch isomorph zum Raum aller linearen Abbildungen von V' nach W'. Okay, also irgendwie heißt das dann, wenn ich eine lineare Abbildung habe, H von V nach W, dann kann ich die irgendwie übersetzen in eine Abbildung H' von V' nach W'. Und hier gibt es einen Isomorphismus und da auch. Okay. Und das ist jetzt ohne Beschränkung der Dimension. Und hier im zweiten haben wir jetzt endlich dimensionale Räume mit bestimmten Dimensionen, n und m. Und dann sagt der Satz, dann ist dieses HOM, das, was ich vorher schon angekündigt habe, dann ist das isomorph zum Matrizenraum. Das ist quasi die Verallgemeinerung des Matrizenraums auf beliebige Vektorräume. Und dann wissen wir, wenn das ist, dann können wir jetzt wieder alles einsetzen, was wir über endlichdimensionale Vektorräume inzwischen schon gelernt haben. Zum Beispiel wissen wir sofort, was die Dimension von dem Ding ist. Die Dimension ist die Dimension von dem Ding, nämlich das Produkt von Zahl der Zeilen und Zahl der Spalten. Und wir können auch sagen, was der Dualraum ist. Der Dualraum, der Raum aller, also was war das nochmal? Das war HOM VK und V ist der m-dimensionale Raum, der steht hier als zweites. Das ist, weil sie bei einer Matrix-Vektor-Multiplikation erst so vorgehen, die hier werden mit dem hier. Ja, das heißt, das ist die Zahl der Spalten, ist die Dimension von dem, also genauso wie es hier steht. Und das ist die Zahl der Zeilen, naja, das ist dann die Dimension von dem K. Der K ist ein eindimensionaler Vektorraum über sich selbst. Das heißt, die Dimension des Dualraums ist gleich der Dimension des Raums selbst, weil das ist K hoch M und wenn das
VM-dimensional ist, dann wissen wir, das ist isomorph zum KVM. Aber das heißt doch dann eigentlich, dann sind die doch isomorph, V Stern und V. Ja, das stimmt, die sind doch isomorph, aber nur, wenn es endlich dimensional ist. Und das Beispiel, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, das war ja dann notgedrungen ein unendlich dimensionales. Fürs endlich dimensionale sehen wir hier alles nicht so schlimm. Gut, schauen wir uns das an, warum das so gilt, was da der Beweis ist. Ein Beweis. Also das erste sagt, müssen wir zeigen, HOM VW ist das Vektorraum isomorph zu HOM V'W'. Und wir wissen, V ist isomorph zu V' und W ist isomorph zu W'. Und die Idee ist, naja, also wenn ich zeigen muss, dass irgendwas isomorph ist, dann gebe ich einen Isomorphismus an. Und aus dem hier kann ich mir erst einmal verschaffen, Isomorphismen zwischen V und V' und zwischen W und W'. Die werde ich ja irgendwie brauchen müssen. Also sein F V nach W, von V nach V', G von W nach W', Isomorphismen zwischen den entsprechenden Vektorraum und betrachte die Funktion Phi, die zwischen diesen beiden Räumen vermittelt, HOM VW nach HOM V'W', definiert durch Phi von H ist gleich. So, das ist jetzt eben so eine Funktion, die nimmt eine Funktion als Input und macht eine neue Funktion draus. Und wie macht sie das? Also das hier ist eine Funktion, die nimmt Elemente von V und macht daraus Elemente von W. Und ich muss jetzt daraus eine Funktion machen, die Elemente von V' nimmt und Elemente von W' draus macht. Und irgendwie muss die mit dem H vermutlich zusammenhängen, sonst wird das nicht funktionieren. Dann schreibe ich mal das H hin. Und ich verkringele die jetzt mit dem F und dem G. Und zwar so, dass es passt. Das H spuckt aus Elemente von W und es soll aber am Ende was von W' rauskommen. Dann kette ich das mal mit dem G, weil das G, naja, das G, ja, das macht aus was von W, was von W'. Und das F ist jetzt blöderweise falsch rum, aber das ist egal, das F ist ein Isomorphismus, der ist bijektiv, deshalb kann ich das invertieren. Dann schreibe ich das so hin. So. Und jetzt gibt es verschiedene Dinge zu überprüfen. Das erste ist das hier. Ist das überhaupt eine lineare Funktion? Also das ist mal auf jeden Fall eine Funktion. Daran dürfte kein Zweifel bestehen. Das f ist invertierbar, also existiert das f hoch minus 1. Aber ist das eine Funktion, die auch linear ist? Die Antwort ist ja, weil wir wissen, die Inverse einer linearen Funktion ist linear, haben wir bewiesen. Und wir wissen, die Verkettung von linearen Funktionen ist linear. Das heißt, das hier ist eine lineare Funktion und die geht von V' nach W'. Und damit ist das tatsächlich, also das muss man eben erst einmal sich vergewissern, das ist tatsächlich ein Element von diesem Raum hier. Das ist eine lineare Abbildung, die von V' nach W' geht. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich muss jetzt auch noch überprüfen, dass das Phi seinerseits auch eine lineare Abbildung ist, aber jetzt nicht zwischen V und W oder irgendwas, sondern zwischen diesem HOM und diesem HOM. Also wir zeigen, also das war jetzt quasi die Wohldefiniertheit, das ist tatsächlich, was ich hier rechts hingeschrieben habe, liegt tatsächlich im Bildbereich. Das heißt, das Phi ist eine Funktion. Und jetzt zeigen wir, Phi ist ein ISO. Isomorphismus zwischen diesen beiden Räumen, und das ist ja zu zeigen, dass es einen solchen gibt. Wenn wir einen hinschreiben, dann gibt es einen. Phi ist ein Isomorphismus, und dazu sind zwei Dinge zu zeigen. Erstens, dass es bijektiv ist, und zweitens, dass es linear ist. Und die Bijektivität
ist relativ einfach, weil ich kann sofort eine Umkehrfunktion hinschreiben. Die Aktivität folgt daraus, dass die Funktion Psi, die in die andere Richtung geht, von Hom V-W nach Hom VW, und die definiert ist als Psi von H gleich, naja, H Kringel, und das geht jetzt umgekehrt, also das ist jetzt dann F G um minus 1. Ja, dass das offenbar eine Umkehrfunktion ist. Umkehrfunktion ist. Von Phi ist. Ja, wenn man das nicht gleich sieht, kann man es mal einsetzen. Psi von Phi von H. Das ist G hoch minus 1 verkringelt mit F. Und das Phi von H, das ist G verkringelt mit H verkringelt mit F hoch minus 1. Naja, und das Kringeling ist aber assoziativ. Das heißt, kann ich so klammern, dann ist das die Identity, und so, dann ist das die Identity. Das heißt, da kommt tatsächlich H raus. Also das ist It von H. Und damit ist also Psi kringelt Phi gleich It und umgekehrt auch, und damit ist es bijektiv. Zweitens, die Linearität. Die ist jetzt auch lustig. Dazu zeigen wir, wie immer, zeigen Sie, dass irgendetwas linear ist, geht immer so. Sein Alpha 1, Alpha 2 aus dem Grundkörper und H1, H2 aus dem Raum, in dem das Phi definiert ist, also aus diesem Raum hier. Das ist relativ unerheblich, dass es sich dabei jetzt um Funktionen handelt, sondern das ist jetzt, wir betrachten das jetzt nur als Vektorraum. Und dann gilt, was ist Phi von Alpha 1 H1 plus Alpha 2 H2. Nach Definition von dem Phi ist das G-Kringel Alpha 1 H1 plus Alpha 2 H2 Kringel F hoch minus 1. So, und jetzt weiß ich, also wie ist denn das, wenn ich das, wenn ich das jetzt mal auf einen Testvektor anwende, ja, nehmen wir noch ein V aus V her, dann ist es etwas einfacher, das hinzuschreiben. Also nehmen wir hier, lassen wir das hier auf V los, das ganze Ding, das ist jetzt eine lustige Notation, das ganze Ding hier, von hier bis hier, ist eine Funktion, die kann ich auf V anwenden. Da habe ich zweimal die Klammern dahinter, macht aber nichts. Dann ist das hier gleich dem, und jetzt kann ich das so als schöner hinschreiben als Verkettung. Das ist G von, und dann diese Funktion hier, Alpha 1 H1 plus Alpha 2 H2, von F hoch minus 1 von V. So. Und da brauche ich jetzt zwei Dinge. Das eine ist, wie ist das, das hier ist jetzt das Plus, und das ist eine eine Linearkombination von Funktionen, und die ist eben so definiert, dass wenn ich das auf irgendwas anwende, zum Beispiel auf den hier, dann kommt das raus, was wir erwarten. Das ist nach Definition, also das ist Alpha 1 H1 von F hoch minus 1 von V plus Alpha 2 H2 F hoch minus 1 von V nach Definition von Plus und Mal in Hom. Und jetzt brauche ich was anderes, jetzt mache ich das nochmal, aber die Begründung ist eine andere, mit dem G. Das G kann ich auch verteilen und die Linearkombination rausziehen aus dem G. Dann kriege ich Alpha 1 G von H1 von F hoch minus 1 von V plus Alpha 2 G
e von h2 von f hoch minus 1 von v. Und was ist da jetzt die Begründung? Die Begründung hier ist, dass das g linear ist. So, und jetzt kann ich sagen, ich baue das jetzt wieder zusammen und sage, oh ja, g mit h1 mit f hoch minus 1, das ist Alpha 1 von Phi von h1 angewandt auf v plus Alpha 2 Phi von h2 von v. So, und dann kann ich sagen, naja, das heißt jetzt hier, das hier ist eine lineare Abbildung angewandt auf v und das hier ist auch eine lineare Abbildung angewandt auf v. Und ich habe für lineare Abbildungen auch wieder die Arithmetik, die ich definiert habe. Das ist jetzt die Arithmetik im Zielraum, in dem anderen HOM, in dem HOM auf der rechten Seite. Das lässt mich das schreiben als Alpha 1 Phi von H1 plus Alpha 2 Phi von H2 und dieses Ding hier angewandt auf V. Und da das hier jetzt für alle V gilt, das V habe ich gar nicht gebraucht, das habe ich quasi nur gebraucht, um das hinschreiben zu können, das Argument. In Wirklichkeit habe ich jetzt gezeigt, für alle V ist das hier angewandt auf V gleich dem hier angewandt auf V. Damit ist aber das hier als Funktion dasselbe wie das hier. Und das ist die Linearität. Also daraus folgt Phi von Alpha 1 H1 plus Alpha 2 H2 ist dasselbe wie Alpha 1 Phi von H1 plus Alpha 2 Phi von H2. Und dann sind wir mit dem ersten Teil des Satzes fertig. Der erste Teil des Satzes sagte, dass die beiden Dinge isomorph sind und wir haben einen Isomorphismus gefunden und angegeben, nämlich das große Phi. Und das zweite ist jetzt in Wirklichkeit eigentlich nur eine einfache Folgerung davon. Und zwar können wir zunächst einmal sagen, wegen dem ersten können wir hier als V und W einfach K hoch M und K hoch N nehmen. Denn wenn ich hier, also das ist nach dem ersten, ist das V ist ein m-dimensionaler Vektorraum, also ist er isomorph zu K hoch M. Und das W ist n-dimensional, also isomorph zu K hoch N. Und deshalb nach dem ersten hier ist das isomorph zu HOM K hoch M, K hoch N. So. Okay, das ist das, was wir wissen und das ist das, was wir zeigen müssen. Es reicht aber jetzt, wenn ich zeige, dass die beiden hier isomorph sind, weil Isomorphie transitiv ist. Also für den Teil nach wegen 1 genügt es zu zeigen, HOM K hoch M K hoch N isomorph zu k hoch n kreuz m. Na und okay, vielleicht können wir es ein bisschen abkürzen. Schauen wir mal, wir nehmen wieder einen Isomorphismus und zwar vielleicht mal einen von rechts nach links. Das ist vielleicht bequemer. Ich betrachte phi k hoch n kreuz m nach HOM hoch m, k hoch n, definiert als, so jetzt was ist das? Das nimmt eine Matrix und macht daraus eine lineare Abbildung. Ja, okay, aber das haben wir eh schon ganz oft gemacht, ist nur noch nie so hingeschrieben. Ich will die Matrix A, vom richtigen Format hier, abgebildet wissen auf die Abbildung, die einen Vektor abbildet auf Matrix-Vektor-Multiplikation. Und na, das ist offensichtlich eine lineare Abbildung, haben wir schon ganz oft erkannt als lineare Abbildung. Das war ja der Grund, warum wir das überhaupt so definiert hatten, den Begriff der linearen Abbildung, um das hier zu verallgemeinern. Also das ist sicher linear. Also dieses Ding hier ist, diese Abbildung ist linear, also ein Element von dem. Okay, das passt also. Und das Phi ist auch linear. Also Phi ist linear.
Ja, das ist, wenn ich es wieder aufschreiben würde, wäre es wieder so eine Rechnung, so ähnlich wie da oben. Aber vielleicht glauben wir das ohne Rechnung. Also Rechnung ähnlich wie oben. Und Phi ist auch bijektiv. Was wäre denn eine Umkehrfunktion? Ja, eine Umkehrfunktion haben wir das letzte Mal besprochen. Das ist das genau mit der Abbildungsmatrix. Die Abbildungsmatrix ist die Abbildung, die von rechts nach links geht. Wenn ich irgendeine Abbildung habe, eine lineare Abbildung, dann kann ich der eine Matrix zuordnen. Ich kann das auf verschiedene Weise machen. Die Freiheit, die mir dann noch bleibt, ist, welche Basis ich wähle. Aber es ist ja egal, ich nehme irgendeine Basis hier und irgendeine Basis da. Und betrachte dann die Funktion, die jeder linearen Abbildung ihre Abbildungsmatrix bezüglich der beiden fix gewählten Basen zuordnet. Und das ist offensichtlich eine Umkehrfunktion. Und damit muss das Phi bijektiv sein. Also die Abbildung, die jedem H in HOM K hoch M K hoch N dessen Nee, deren. Abbildungsmatrix bezüglich zweier fixen Matrizen, Phasen zuordnet. Ist die Umkehrabbildung. Ist also 4 hoch minus 1. Fertig. Mehr brauchen wir dazu nicht. Abgesehen davon, dass ich mir da jetzt hier ein bisschen die Rechnung abgekürzt habe, ist das der komplette Beweis. Ja, schauen wir das an. Wie ist das, wenn ich v gleich k hoch m nehme? Und w gleich k, sodass wir da wieder was über den Dualraum kriegen, dann würde das heißen, jedes Element, ja, also für so folgt, dass jedes Element V Stern aus V Stern die Form V Stern, also das ist eine Abbildung von V nach K, die also so ist wie in einem Beispiel, wo wir auch schon gesehen haben, das kann ich gar nicht anders schreiben. Das ist x1 xn gleich so und dann ist es Alpha 1 x1 plus Alpha n xn. Für gewisse Alpha 1 bis Alpha n k haben muss. So, und das ist interessant, weil dann können Sie sagen, das ist im Prinzip doch wieder eine lineare Abbildung, ist immer eine Matrix-Vektor-Multiplikation. Hier haben wir ja eh auch wieder, das ist k hoch 1. Das heißt, das ist Alpha 1 bis Alpha n, eine 1 Kreuz m Matrix mal diesen Vektor hier. Und insofern können Sie sagen, wenn wir die Vektoren aus V auffassen als Spaltenvektoren, dann können wir die Elemente von V Stern auffassen als Zeilenvektoren. Und jeder Zeilenvektor ist eine 1 Kreuz m Matrix. Und die kann ich auffassen als eine lineare Abbildung, die den Spaltenvektor in eine Zahl überführt. Also ist alles nicht so schlimm. Dieser Isomorphismus, ja, und das ist genau der Isomorphismus zwischen V Stern und K hoch M, von dem wir jetzt in dem Satz eine allgemeinere Form gesehen haben. Also die Abbildung, die jedem V Stern aus V Stern den Vektor Alpha 1 Alpha m
von hier zuordnet, der in K hoch m lebt, weil wir bei K hoch m zwischen Zeilen und Spalten nicht unterscheiden wollen, zuordnet, ist ein ISO zwischen Froststern und K hoch m. Also gar nicht so schlimm. Jetzt wollen wir als nächstes schauen, was kann ich denn über Basen aussagen. Angenommen, ich habe einen Vektorraum V und der ist endlich dimensional, damit es einfacher wird. Und ich habe für den Vektorraum V eine Basis. Wie kann ich mir daraus eine Basis von V Stern machen? Das sagt der nächste Satz. Der geht so. Satz 62. Ich nehme einen endlich dimensionalen Vektorraum V und eine geordnete Basis. Und ich mache mir daraus jetzt eine Basis von V Stern. Hier ist V Stern. Und ich definiere jetzt B1 Stern bis BM Stern folgendermaßen. Na, was ist das langsam nochmal? Also das BI Stern ist eine lineare Abbildung von V nach K. Und noch einmal, eine lineare Abbildung ist eindeutig dadurch charakterisiert, was sie mit den Basiselementen macht. Und hier brauche ich also nur, um die B-Sterns zu definieren, um zu sagen, welche Elemente, welche linearen Abbildungen ich da meine, muss ich nur sagen, was machen die mit den Basiselementen von V. Also das hat ja das V, hat ja die Basis B, geordnet ist die sogar. Na gut, und dann, was ich hier sage, ist, das BI Stern soll das BJ auf 1 oder 0 abbilden, und zwar abhängig davon, ob die beiden Indizes übereinstimmen oder nicht. Und die Behauptung des Satzes, das ist eine Definition. Das ist eine Definition von dem B Stern. Man nennt es die zu B duale Basis. Das ist natürlich nicht Teil des Satzes, das ist da eine Definition, die da eingeschmuggelt ist. Die Behauptung des Satzes ist, dass die duale Basis tatsächlich eine Basis ist. Also die Behauptung ist, dass es eine Basis von V Stern ist. So, und jetzt müssen wir also wieder zeigen, was wir schon so oft zu zeigen hatten und was in, ja, in der linearen Algebra auch bis zum Ende immer wieder vorkommt. Zeigen Sie, dass irgendetwas eine Basis ist. Beweis. Also zu zeigen ist, B Stern ist eine Basis. Dann sind zwei Dinge zu zeigen. Das erste ist, das Ding ist linear unabhängig. Und das zweite ist, das ist ein Erzeugungssystem. Also, erstens, B Stern ist linear unabhängig. Lassen Sie mich vielleicht etwas vorziehen, was ich eigentlich nach dem Beweis erst hätte sagen wollen, aber vielleicht ist es praktischer, um die Definition hier zu verdauen, bevor wir jetzt da irgendwas beweisen über etwas, was wir noch nicht ganz durchschaut haben. Was hat es hier mit dieser Definition auf sich? Wenn wir uns anschauen, was passiert, V aus V hat die Form V gleich Alpha 1 B1 plus 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 Alpha N Bn für gewisse Alphas und die Darstellung ist eindeutig, weil die Bs eine Basis bilden. Und wenn ich da jetzt das irgend so ein BI Stern anwende auf das V, und das V ist ja ein Element von V, und das BI Stern ist eine Abbildung, die Elemente von V abbildet auf Elemente des Körpers. Na, dann ist das BI Stern von dem hier halt, Alpha 1 B1 plus 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 Alpha N Bn. Und das ist eine lineare Abbildung, das heißt, ich kann die Linearkombination rausziehen und kriege, das ist Alpha 1 BI Stern B1 plus 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 Alpha N BI Stern BN.
Und die sind jetzt fast alle Null, weil das BI-Stern ist ja auf der Basis erklärt. Es ist erklärt, was es auf den Basiselementen macht. Und da stehen sie jetzt, die Basiselemente. Und das ist 1 oder 0, abhängig davon, ob die Indizes übereinstimmen. Aber wenn hier überall I steht, dann stimmt das nur einmal überein. Und das ist Alpha 1 mal 0 plus Alpha 2 mal 0 plus Alpha N mal 0. Aber irgendwo dazwischen steht Alpha I mal 1. Das heißt, das hier ist Alpha I. Ja, na und? Das heißt, diese Funktion BI Stern, das ist so ein Koeffizientenherauspicker, der nimmt hier als Input einen Vektor und sagt mir in der Darstellung bezüglich dieser Basis von diesem Vektor, was ist der i-te Koeffizient? Ja, was ist die i-te Koordinate? I-te Koordinate von x. Also das heißt, das hier ist eine Koeffizientenextraktionsfunktion. Okay. Oh, und das ist noch nicht alles. Es geht noch weiter. Oh, dann noch eine Zwischenbemerkung rein und umgekehrt sagen. Ich habe jetzt die angenommen, wir hätten schon bewiesen, dass die Bs eine Basis bilden. Dann ist ja V Stern, irgendein beliebiges Element V Stern von V Stern hat die Form. Ja, das muss ja dann eine Linearkombination sein von diesen Koeffizientenrauspickungsfunktionen. Das hat also Funktion Alpha 1 B 1 Stern plus Alpha N B N Stern. Und da ist jetzt so, das ist eine Funktion von V nach K. Right? Die kann ich also auf Elemente von V anwenden. Und machen wir das mal. Für diese gilt, wenn ich das V Stern anwende auf das BJ, das ist ja ein Element von V, ist eines der Basiselemente für irgendein J, dann ist es die Funktion Alpha 1 B 1 Stern plus Alpha N B N Stern angewandt auf BJ. Und da muss ich jetzt verwenden, wie das hier erklärt ist. Naja, aber die Arithmetik für lineare Funktionen ist halt so erklärt, dass das jetzt Alpha 1 B 1 Stern BJ plus Alpha N B N Stern BJ ist. Und es ist so ähnlich wie hier. Nur, dass hier die äußeren alle den gleichen Index hatten und die inneren gingen von 1 bis n. Und jetzt hat der innere immer den gleichen Index, nämlich j, und die äußeren gehen von 1 bis n. Aber das, was rauskommt, ist trotzdem Alpha j. Weil die sind alle 1, die sind alle 0, bis auf den einen, der Alpha j als Koeffizient hat. Das heißt, in dem Fall ist es auch wieder so, wenn ich die duale Basis habe, und ein Element des Dualraums in der dualen Basis darstelle, dann kann ich mich fragen, was ist da der Koeffizient von dem j-ten Basiselement? Und um das rauszufinden, muss ich dieses Funktional, um das es geht, einfach nur anwenden auf den j-ten Basisvektor von dem ursprünglichen Vektorraum. Und da kommt eine Zahl raus und das ist genau die j-te Koordinate in dieser Darstellung hier. Also das ist gut. Das ist irgendwie das coole Feature von der dualen Basis, dass sie mir erlaubt, jeweils bezüglich der anderen Basis von einem beliebigen Element die Basisdarstellung, die Koordinaten bezüglich der Basisdarstellung der anderen Basis herauszufiltern. So, und jetzt zurück zum Beweis. Was war nochmal die Aussage? Die Aussage war, dass diese B-Sterns, die so definiert sind, dass sie eben 1 liefern für das entsprechende Basiselement und 0 für alle anderen Basiselemente, dass diese B-Sterns eine Basis bilden für den Dualraum. Also, fangen wir nochmal an. Beweis zu zeigen ist, B-Stern ist eine Basis von V-Stern.
Und dazu ist zu zeigen zwei Dinge. Erstens, das Ding ist linear unabhängig. Der Stern ist linear unabhängig. Und da können wir jetzt verwenden, was wir hier beobachtet haben. Natürlich nur die Dinge, die nicht von dem Verweis selbst abhängen. Machen wir es also ganz vorsichtig. Seien also Alpha 1 bis Alpha n in K so, dass Alpha 1 B1 Stern plus 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 Alpha n Bn Stern gleich 0 ist. Was ist das für eine 0? Wo lebt die? Das ist die 0 aus dem Dualraum. Ja, weil das ist ja eine Linearkombination von Elementen aus dem Dualraum. Und die soll 0 sein, dann kann nur die 0 aus dem Dualraum gemeint sein. Okay. Und jetzt muss ich zeigen, dass die Alphas alle 0 sind. Zu zeigen, Alpha 1 bis Alpha n sind alle 0. Wenn in der Tat für jedes i von 1 bis n gilt, wenn ich diese Funktion, die hier steht, anwende auf irgendwas, muss dasselbe rauskommen, wie wenn ich diese Funktion hier anwende auf dasselbe, weil diese beiden Dinge sind als Funktionen gleich, das heißt, sie sind gleich, alle Funktionswerte stimmen überein. Das heißt, wenn ich dieses Ding hier nehme, Alpha 1 B1 Stern plus 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 Alpha N Bn Stern und wende das an auf B, Bi, dann nehmen wir Bj, da passt es besser zu dem oberen, dann muss das gleich sein, 0 angewandt auf Bj. Ja, das ist die Nullfunktion angewandt auf Bj, die ist natürlich 0. Was ist jetzt das für eine 0? Das ist die 0 aus K. Weil diese 0 ist ein Element des Dualraums und das Dualraum nimmt irgendeinen Vektor aus V, zum Beispiel das Bj, und bildet ihn ab auf eine Zahl, also auf ein Element des Grundkörpers. Und 0 bildet natürlich alles auf 0 ab. Und hier können wir jetzt so rechnen wie vorher. Wir können sagen, was heißt jetzt das? Nachdem wie die Addition und die Multiplikation da erklärt ist, muss das sein Alpha J. Ja, schnell, also nachdem wie die das ist Alpha 1 B1 Stern Bj plus 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 Alpha N Bn Stern Bj. So. Okay, und die sind jetzt nach der Definition, das ist jetzt nach dieses Gleichheitszeichen hier ist nach der Definition von dem Plus und dem Mal. Und das nächste Gleichheitszeichen ist nach der Definition von den B Sterns. Weil die B-Sterns bilden alle Basiselemente auf 0 oder 1 ab, und zwar die meisten auf 0 und nur 1 auf 1, und das ist dann der Koeffizient, der übrig bleibt, das ist dann das Alpha J. Und dann habe ich also gezeigt, Alpha J gleich 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 0. Und weil das für jedes J gilt, müssen alle Alphas 0 sein. Fertig. Zweitens, wir müssen jetzt noch zeigen, dass es sich um ein erzeugendes System handelt. B Stern ist ein erzeugendes System von V Stern. Und dazu nehmen wir ein beliebiges V Stern aus V Stern. Sei V Stern in V Stern beliebig. Und zu zeigen ist, also das hier ist zu zeigen, es gibt Alpha, Alpha 1 bis Alpha n aus K mit der Eigenschaft, dass ich das V Stern schreiben kann als eine Linearkombination von den Basisfunktionen. Von den Basisfunktionen, damit ist gemeint den Elementen der dualen Basis. Man sagt dann Basisfunktionen dafür, weil es ja auch Funktionen sind. Da kann man sie leichter unterscheiden von den Bs selbst, die eventuell da keine Funktionen sind. Okay. So. Das ist zu zeigen. Nun ist es so, wir verwenden wieder den
Satz, der sagt, jede lineare Abbildung ist eindeutig festgelegt dadurch, was sie mit den Basiselementen macht. Und also V Stern ist eindeutig bestimmt durch V Stern angewandt auf B1 bis V Stern angewandt auf Bn. Ja, weil die B1 bis Bn, das sind ja Elemente von V, die eine Basis miteinander von V bilden. Und alle diese V Stern von B sonst was sind alles Körperelemente, weil das V Stern als Element des Dualraums eine lineare Abbildung ist von V nach K. Die leben alle in K. Und ich behaupte jetzt, dass ich die als die Alphas nehmen kann. Also setze oder wähle Alpha I gleich V Stern von BI für I von 1 bis N. Und dann gilt. Ja, dann gilt natürlich V Stern von BI ist gleich Alpha I, weil so was ja dann gemacht. Aber jetzt muss ich noch gucken, wenn das hier, diese Funktion, die hier auf der rechten Seite steht, auch angewandt auf jedes I, das Alpha I ergibt, dann stimmen diese Funktion und diese Funktion auf einer Basis überein und wegen der Eindeutigkeit einer linearen Abbildung auf einer Basis, die auf einer Basis übereinstimmt, müssen sie dann überall übereinstimmen. Und das ist jetzt die gleiche Rechnung wie vorher, Alpha 1 B1 Stern plus 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 Alpha N Bn Stern angewandt auf Bi ist gleich, naja, das ist wie das, B1 plus 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 Alpha N Bn Stern Bi, das ist Alpha I, naja, und genau das wollten wir ja, das ist gleich. Fertig. Dann haben wir das bewiesen. Machen wir ein Beispiel dazu. Und zwar, wie ist das mit der dualen Basis? Nehmen wir das Auswertungsfunktional. Nehmen wir V gleich den Raum der den Raum der Polynome vom Grad höchstens 3 und eine Basis haben wir eine geordnete Basis 1x, x Quadrat, x hoch 3. Und was ist jetzt die duale Basis? Also V Stern ist gleich qx kleiner gleich 3 Stern und b ist, das ist also b0 Stern, B1 Stern, B3 Stern. Ja, kann ich hier nochmal hinschreiben, B2 Stern. Mit B I Stern von X hoch J ist gleich Delta IJ. So, jetzt würden wir die vielleicht ein bisschen konkreter gerne hinschreiben, aber das ist ein bisschen schwierig. Wir könnten sagen, das sind die Koeffizientenextraktionsfunktionen. So haben wir es ja vorher schon erkannt. Das sind die, und hier passt das gut zusammen, weil beim Polynom spricht man ja eh auch von Koeffizienten. Und das sind dann also hier die Koeffizienten. Funktionen. Also etwa B2 Stern von 5 minus 3x Quadrat plus 9x plus 18x hoch 3, das wäre minus 3. Ja, weil der Zweier hier, guckt hier, wo ist der Zweier,
und was ist davor der Koeffizient. So. So, und wenn wir jetzt irgendeine Funktional haben, dann heißt das, ich müsste das dann darstellen können als Linearkombination von denen. Machen wir das mal. Also was hatten wir vorher? Hatten wir das Funktional, das sagte h von v nach k, war definiert durch h von p0 plus p1x plus p2 Quadrat plus p3 x hoch 3, war definiert als p0 plus p1 3 halbe plus p2 9 Viertel plus p3 27 Achtel. Und also h als Funktion von v nach k, die linear ist, ist es ein Element des Dualraums. Und das kann ich jetzt schreiben. Ich muss es jetzt schreiben können, weil das hier eine Basis ist. Das ist eine Basis. Das ist die duale Basis. Ich müsste es jetzt schreiben als Linearkombination von den Koeffizienten-Extraktionsfunktionen. Lässt sich schreiben. Als folgendes. Ich könnte schreiben, h ist gleich b 0 Stern plus 3 halbe b 1 Stern plus 9 Viertel b 2 Stern plus 27 Achtel b 3 Stern. Genau, denn wenn ich das h auf irgendein Polynom anwende, dann kommt eben der Wert der entsprechenden Polynomfunktion bei 3 halbe raus. Und wenn ich dieses Funktional hier anwende, dann auch. Und dann müssen die beiden Funktionale gleich sein. Okay. Und da sehen wir jetzt auch nochmal, dass das nicht für unendlich dimensionale Vektorräume geht. Und machen wir das noch schnell zum Abschluss. Also für im v gleich unendlich geht das nicht so einfach. Denn wenn man zum Beispiel nimmt v den ganzen Polynomraum, so, und ich nehme eine Evaluationsfunktion, sagen wir e, also dann habe ich trotzdem eine Basis, die kann ich auch ordnen, kann ich sagen 1x, x Quadrat, x hoch 3, und aber ohne Ende, das ist eine unendliche Basis natürlich, wenn es ein unendlich dimensionaler Raum ist. Und v Stern ist gleich q x Stern, und das enthält da auch so ein Auswertungsfunktional, weil das Auswerten kann ich ja Polynome beliebigen Grades. Also h, die Funktion von v nach k, h von p, ich schreibe es mal so, ist gleich p von 3 halbe. Und wenn ich jetzt dieses b Stern bilde, b Stern, das wäre auch wieder die Koeffizienten-Extraktionsfunktionen, b1 Stern und so weiter. Und aber ohne Ende, bn Stern und so weiter, pickt den n-ten Koeffizienten aus. Dann gibt es keine Darstellung von dem h, irgendwie Alpha 1 bis Alpha n in k mit h gleich Alpha 1 b 1 Stern, also 0 b 0, plus Alpha n b n Stern. Und das, was uns hier auf die Füße fällt, ist die Bedingung, dass eine Linearkombination immer nur endlich viele Terme enthalten darf.
Das heißt, hier, das sind unendlich viele zwar, aber in jeder einzelnen Linearkombination dürfen nur endlich viele vorkommen. Und wenn diese endlichen vielen, sagen wir, das n sind, dann ist es so, dass hier jetzt nur die ersten n-Koeffizienten eine Rolle spielen. Und hier ist aber dann so, h von x hoch n plus 1, das ist 3 halbe hoch n plus 1, ist nicht 0. Aber hier, wenn ich das hier nehme und wende das auf x hoch n plus 1 an, dann pickt jeder von denen den Koeffizient, der pickt den nullten Koeffizient, der ist 0. Der andere pickt den ersten, den zweiten, den dritten bis zum n-ten. Und das ist 0. Ja, dann, das spießt sich, das kann nicht sein. Und das heißt also, dieses B-Stern hier, das ist zwar ganz nett, aber das erzeugt nicht, die sind auch linearunabhängig, aber es ist kein erzeugendes System von dem V-Stern, sondern es erzeugt nur einen Unterraum. Und in Wirklichkeit ist das V-Stern größer. Okay. Aber im endlich-dimensionalen Fall ist das viel einfacher. Da können Sie Basen ineinander übersetzen, so wie das der Satz sagt, den wir eben bewiesen haben. Okay, für heute reicht's. Das nächste Mal zeige ich Ihnen noch ein bisschen mehr über den Dualraum. Tschüss und danke fürs Zuhören.